Bevor das Video losgeht, ein ganz kurzer Hinweis, dass ich aktuell in meinem Online-Shop einen 20% Halloween-Rabattcode für euch habe. Der Code gilt jetzt auch nur noch bis Halloween und zwar auf alle Produkte, auch bereits reduzierte Ware, jedoch nur nicht auf den Adventskalender, Fight for Pyro Hoodie und die Color Burner. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu meinem Halloween-Special 2023. Eigentlich hatte ich es nicht vor, dieses Jahr ein Special zu machen, weil letztes Jahr ist das Video so ein bisschen untergegangen, haben irgendwie nicht so viele gefeiert. Davor das Jahr eigentlich auch nicht. Und ich dachte mir, komm, egal, du machst es dieses Jahr trotzdem wieder. Machst mal was anderes und fährst mal mit dem Einkaufswagen hier durch den Laden und packst hier erstmal alles ein fürs Halloween-Special. Ich habe im Auto noch was an F2 mitgenommen. Also es kommt auch noch Discounterware und Online-Shop-Ware aus Deutschland mit dazu. Und jetzt sind wir hier gerade im Pyrotechnika-Store Zachada in Tschechien. Und hab mir gedacht, hier packe ich nochmal was ein fürs Halloween-Special. Und hier gibt es nämlich so viel schöne Ware für sowas. Schön viel Scream, Dumbum, Classic-Artikel, wo sich es wirklich anbietet, sich was mit ins Halloween-Special zu nehmen. Habe ich ja letztes Jahr auch so gemacht. Hab hier wirklich einige Sachen mitgenommen, zum Beispiel hier die Monster Fountain oder auch noch ein paar andere Batterien, die ihr letztes Jahr im Video gesehen habt. Vielleicht könnt ihr es euch ja auch nach dem Video auch nochmal anschauen von letztem Jahr. Ist eigentlich sehr nice geworden. Bis auf, dass ich die letzte Batterie vergessen habe aufzunehmen, die beste. Aber war trotzdem ein gutes Video. So ist ja nicht. Also ich würde sagen, so Balls oder so, die müssen auf jeden Fall auch mit dabei sein. Screamin' Dum Dum, die kennt ihr ja schon. Die würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Die sind richtig geil. Und Leute, schaut euch das an. Scream Wrestling Batterie. Die kommt auf jeden Fall auch noch mit. Also Leute, ihr merkt schon, es könnte vielleicht auch ein dickeres Special werden. Hier so ein Dreier-Shot nehmen wir uns auch mit, richtig geil. Ja, so eine fette Wrestling-Batterie, ich glaube, die kennt jeder. Ist jetzt nicht so was Besonderes. So eine Dumbum X-Shape-Batterie. Ist auch neu, nehmen wir die auch einfach mal mit. Sieht schon fast jetzt eigentlich nur nach einem Dumbum-Scream-Vergleich hier aus. Was ist das hier? Keine Ahnung. Das sind so Triple neun. Shot in klein. Ja, Triple Shot in klein. Nehmen wir uns auch einfach mal mit. So, das sieht doch bis jetzt schon ganz gut aus hier. Was haben wir hier? Fontänen. Nehmen wir uns einfach mal hier von jeder Farbe eine mit. Wir werden die schön gleichzeitig anzünden, hätte ich Bock drauf. So. Die hatten wir letztes Jahr auch im Halloween Special. Die Crackling Shock Fountain, die waren auch richtig gut, aber ich würde jetzt auf jeden Fall eher so Wert drauf legen, was mitzunehmen, was ich noch nicht angezündet habe. Vampire, ich glaube, das bietet sich auch ganz gut an so für Halloween. Boah, die hier, die muss ich auf jeden Fall auch wieder mitnehmen, Medusa. Richtig geile Dinge, also die machen richtig Laune, Leute. Ha, wer kennt das noch? Scream UFO, Scream immer gut für Halloween. Nehmen wir uns mit. Der Wagen füllt sich auf jeden Fall, aber ich merke schon, wir haben sehr viel Kleinkram bis jetzt. Wenn man sich den Einkaufswagen mal so bis jetzt anschaut, wir haben eigentlich, ja, was heißt Kleinkram? Wir haben hier auf jeden Fall schon eine dickere Batze mit dabei, aber der Rest ist eher so klein Leuchtfeuerwerk. Aber jetzt kommen wir ja hier zu Batterien und da hat der Pyrotechniker-Shop Zachada auf jeden Fall auch noch einiges zu bieten. Hier die Preise stehen direkt, man hat hier den QR-Code, kann man direkt sich die Batterien anschauen, alle, richtig nice. Wir brauchen jetzt hier irgendwas Krasses irgendwie. Schauen wir mal, was wir hier so finden. Dann nehmen wir uns doch diesmal einfach mal diese hier mit. 16 Schuss, 300, das sind Kronen, Leute, die kostet nicht 300 Euro, sondern im Prinzip kostet die 12 Euro, also 100 Kronen sind 4 Euro. Packen wir uns die mal ein, Leute. Was würdet ihr gerne mal in einem Video sehen? Wenn ihr irgendwas Interessantes seht oder so, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann wird es vielleicht auch irgendwann mal noch gezündet. Hier, die fällt mir gerade ins Auge. Trollis. Sehr interessant. Packen wir uns auch mal mit ein. Schöne, fette Batterien, Leute. Raketen haben wir eigentlich noch gar nicht. Muss ich auch noch mal gleich schauen, was wir da so finden. Hab vorhin schon was gesehen. Aber einen dicken Klopper brauchen wir hier auf jeden Fall noch, würde ich sagen. Frankenstein, ne? Habe ich aber auch schon gezündet. Ist eine richtig gute Batterie. Wäre aber jetzt erstmal so mein Plan B. Vielleicht die hier?
Sieht auch so. Oh, die sieht schon crazy aus. Crazy aus, ne? Oh, zwei Preise. Ich mach mal hier einfach 950. Das hat keiner gesehen. Okay, 1.3G, Leute. Schauen wir uns die mal ein bisschen genauer an. F3. Ja, wie viel Gramm hat die? 684 Gramm. Wie viel Shoot? 36 Shoot. 30 mm. Und so ein wirklich crazy Beast hier vorne. Ja, das ist doch mal eine gute Auswahl hier. Und Raketen, würde ich sagen, brauchen wir auch noch. Und da haben wir hier richtig geile Raketen, glaube ich. Ich habe die zwar noch nie gezündet. Zombie-Invasion Rockets. Das bietet sich doch an. Hier steht 20 Gramm drauf, 30 Gramm, 35 Gramm. Sind also auch F3. Ja, steht hier auch drauf. Ja, und dann würde ich sagen, packen wir uns die auch noch ein. Und dann, das ist ja noch nicht alles, Leute. Denn in meinem Auto ist auch noch F2-Ware für das Special. Das wird alles gezündet. Daumen hoch jetzt schon für dieses fette Special. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Zündung. Bis gleich. So Leute, wir haben jetzt hier alles aufgereiht. Ich glaube, ihr seht schon, dass es eine richtig fette Mischung ist. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so eine fette Mischung auf meinem Kanal hochgeladen habe. Also das ist schon richtig viel Stuff, was wir hier liegen haben. Und Leute, wenn ihr wüsstet, wo wir uns gerade hier aufhalten, ja, auf einer Fluglandebahn, auf einem Flughafen. Hier sieht man vielleicht auch noch so ein bisschen die Straße. Das ist unnormal. Schöne Location. Und das werden wir jetzt hier alles für euch verzünden fürs Halloween-Special. Ja, gruselt euch nicht zu viel. Wir haben hier einige Gruselartikel auf jeden Fall für euch am Start. Von F1 bis F3 alles am Start. Fette Cakes, viel Leuchtfeuerwerk, viel Whistling und Scream mit dabei. Böller dürfen auch nicht fehlen. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser XXL Halloween-Special Feuerwerksmischung. Viel Spaß. So Leute, und wir starten jetzt einfach mal vogelswild mit der Mushroom-Batterie. Viel Spaß, 25 mm. Alt. Jawohl. Wow. Oha. Oha. Hätte man jetzt nicht gedacht. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Sehr geil. So, und jetzt hier ein kleiner C-Böller-Vergleich. Tiger Bomb und die normalen C-Böller. So, dann erstmal der normale. Boah, richtig dumm viel. Komm, direkt mal zwei Stück. Ja, klar. Alter, gut, richtig stark. Die drücken. Und nochmal drei Stück. Alter, das halt hier richtig durch den Wald. Ja. Und schön alles verschnipselt hier. Tiger Bomb, jetzt geht's hier los. Nochmal ein Ticken lauter, fand ich. Auf jeden Fall. Batterie leicht zerfetzt. Sehr krass, egal. Nein, unten. Komm, zerfetzen jetzt hier. Das hat auf jeden Fall ein bisschen den Hall hier abgedumpft, die Batterie. Komm, den Rest auf Schlag jetzt hier. Leute, wir haben so viel vor heute. Ich hoffe, ihr genießt es, Leute. Holt euch noch ein paar Snacks, was zu trinken und dann jetzt genießen. Komm. Jawohl. Sehr schön. So brauchen wir das hier. So, hauen wir mal hier die Sputniks hoch. Ein richtig geiler Artikel. Schöne Bombenrohre mit Kreischeffekt. Ihr werdet es gleich selber sehen. So, schön schräg jetzt hier auf die Batterie angelehnt. Gönnt euch diesen Sound jetzt. Einzigartiger Sound. Und jetzt drei auf Schlag, komm. Drei auf Schlag jetzt hier, angezündet mit dem Gunburner. Gibt's im MPM-Shop. Auf geht's.
Sehr schön, sehr, sehr geil. Junge, jetzt habe ich Bock. Sehr geil. So, Medusa. Das sind richtig schöne Feuervögel hier. Bisschen weiter zurück. Oh, episch. Ja. Also die haben eine richtig lange Brenndauer, eigentlich so eine 3-Stufen-Wirbel, sag ich mal. So ein 3-Stufen-Aufstieg. Machen wir nochmal 3 Stück hier auf einmal, ja. Wir hoffen natürlich, dass die jetzt alle schön funktionieren in der Luft hier. Und okay, hau mal an. Komm. Oh, das wird fett. Wie die es beide also nochmal hochschaffen, ewig, so vom Boden. Machen das alle 3? Nee, ne? Einer hat es nicht geschafft. Ja, hauen wir mal an hier. Alter. Wow, schön. Sehr geile Dinger. Also wirklich absolute Empfehlung, habe ich letztes Mal schon euch allen hier empfohlen da draußen. So, und jetzt muss es mal wieder krachen hier, komm. Dumm-bumm Triple Shot, let's go. Da bin ich gespannt. Sehr geile Dinger. F2, Leute. 30 mm Salut-Shots. Einzigartig, auch in der Form. Jetzt hau mal direkt an. Boah. Alter. Junge, so geil. Das sind F2. Ja, heftig. So, jetzt kann es aber auch mal wieder schön leuchten hier. Und dann haben wir hier so Halloween-Fontänen in jeder Farbe einmal mitgenommen. Ja, lassen wir uns die jetzt hier mal schmecken. So, da stehen sie aufgereiht, die schönen Dinger. Bin jetzt mal gespannt, was da so rauskommt. Keine Ahnung, Mystery-Effekt würde ich jetzt mal sagen. Weiß jetzt gar nicht. Alle 4 auf Schlag natürlich. Wie ihr es nicht anders kennt. Oh, wow. Junge. Lautes Crackling. Schon nicht schlecht, ja. Auf jeden Fall. Und der Auswurf da am Anfang. Ja. War schon geil. So, was hast du, Box? Na, such mal jetzt was aus. Ich will was schön Buntes, Leuchtendes. Oh ja. Mystik von Pyroweb. Von Pyroweb, von zu Hause mitgenommen aus Deutschland. 30 mm Cake, richtig geil. 2.0 Batch, 13 Schuss. Habe ich mir überlegt, passt auch schön zu Halloween hier, ne? Wie man sieht. Mystik. Mystical Betze. Okay, na dann, let's go. Episch. Die hat mich umgehauen. Sehr geil. Junge, sehr nice. Ey, die hat mir richtig gut gefallen, Leute. Auf gibt's bei Pyroweb. Und über meinen Link in der Videobeschreibung spart ihr nochmal 10% auf die komplette Pyroweb-Bestellung. Machen wir mal hier diese Dumbum. Bitte? Was war das? Deutschland. Das war Deutschland. Ja, okay. Schön, ne? Ja, schön. Ja. So, jetzt hier die Dumbum Explosive Balls. So Leute, machen wir erstmal hier einen einzelnen auf der Mystik. Boah. Auch geil. Ja. Beide, oder? Ja, klar. Du weißt Bescheid. Und seid ihr schon gegruselt? Oh. Danger Cam. Ich bin geflasht. Und ihr gegruselt. Boah. So, komm, du darfst dir wieder was aussuchen jetzt hier. Ach, schöne Vögel. Haben wir hier 2 Stück. Oh ja. So, dann hauen wir an hier. Donnervögel von Funke. F3.
Donnern. Boah, die donnern, ja. Sagst du es? So, komm, genauso wird hoffentlich auch donnern hier die X-Shape-Batterie. Ja, das ist eine neue Batterie von der Dumbum-Serie Classic F2. Hier zeigt man nochmal hier, hat einen Fächer auf jeden Fall. Bin ich gespannt. So, 8 Euro hat die gekostet. Dann hau mal an hier das Ding. Geiles Teil. Sehr gut gedrückt. Kurze Brenndauer aber. Ja, schnell. Kurz aber knackig, ne? Ja. So wie es sein muss. Sehr schönes Ding. Boah, die hat echt gedrückt hier. Schauen wir mal, ob hier die Iskra Simanco Bombenrohre da mithalten können. Das ist nämlich auch ein Salut Bombenrohr. Drei Stück. Kommen alle auf Schlag. So, wie gesagt, drei Stück auf Schlag. Na dann. Gucken, wie gut die sind. Dumbum war ein Ticken lauter noch. Ja. So Leute, die fetten Sachen liegen noch da hinten. Ne? Die haben wir vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber da kommt ja noch ganz viel großer Stuff. Und wir machen jetzt hier erstmal nochmal schöne Vampire. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt eine fette Massenzündung. So, na dann hoffen wir, dass der Kollege das hier hinbekommt. Street Firewalker. Nö. Sag mal, Street Fireworker hier, was ist denn da los? Hat der Pyrotechniker wohl reingeschossen? Ja, jetzt aber. Ja, nicht schlecht. Kurz, aber knackig. Auch hier passt der Spruch ganz gut. Was haben wir hier noch? Oh ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Wieder mal was Heulendes. Scream Maxi. Ist auf jeden Fall F1, glaube ich. Mal gucken. F1, krass. Ja. Ja. Schauen wir mal, wie gut die sind für F1. Erstmal eine, ne? Erstmal eine und dann den Rest auf Schlag. Hat er sich den mittleren ausgesucht? Boah. Sehr übel krass. Okay. Ich habe noch nie so einen krassen Heuleffekt in F1 gesehen. So, und jetzt alle auf Schlag. Alter. Stell dir mal sowas unterm Jahr in deiner Gasse vor. Ja, das drückt. Eher nicht machen. Da kriegt ihr, glaube ich, ein bisschen Ärger mit den Nachbarn. So, wir haben jetzt hier mal so ein bisschen alles nochmal aufgestapelt, damit wir hier nochmal einen kleinen Überblick haben, was wir jetzt hier noch so von dieser fetten Mischung haben. Und, Kollege, was meinst du? Komm, machen wir mal hier nochmal was Kleines, bevor wir an die dicken Sachen kommen. Und ja, zwar Babyraketen von Funke, noch nie gezündet, alle drei Sorten. So, rechts haben wir jetzt hier die Babyraketen mit Titansalut. Dennis hatte anscheinend ein bisschen Hunger gehabt hier oben rechts. Ich weiß ja nicht. Aber hier in der Mitte haben wir dann jetzt hier Babyraketen Silberknister und links Crackling. So, dann fangen wir rechts an hier. Titan Salut. Erstmal eine einzelne. Erstmal eine einzelne, weil ich habe den Effekt einfach noch nie gesehen. Nee. Die kam spät. Aber die ist hochgeflogen. Ja. Echt. Keine schlechte Steighöhe für so Babyraketen. Ah, Titansalut Mini. So, Silberknister. Eine einzelne erstmal. Oh ja. Ich weiß nicht, also hat mir sogar irgendwie ein bisschen besser gefallen. Auf jeden Fall. So, und jetzt zum Schluss hier Crackling. Okay. Ja, mach mal noch eine. Fand ich auch gar nicht so schlecht. Aber war, das war doch jetzt fast genauso wie Silbercrackling. Silberknistern? Silberknistern. Ja, ich denke mal, das ist mit
Goldschweifaufstieg zu Crackerstern und das ist mit Silberschweifaufstieg. Okay. Okay. Naja, mach mal jetzt hier alle Titansalut auf einmal. Ja, die hallen trotzdem, die hallen ganz gut hier bei der Location. So, und jetzt hier mal Silberknall, komm, mach mal alle auf einmal. Okay, ich versuch's. So, jetzt brauche ich Action. Was geht hier ab? Komm, machen wir hier mal die Psycho 1. Mal wieder eine Batterie, 16 Schuss, 20 Sekunden. Von Pyrotrade. Ja, schauen wir mal. Passt auf jeden Fall, glaube ich, so fürs Halloween-Special. Vom Cover her auch. Weiß ja nicht, ob ihr schon so gegruselt seid wie ich hier. Zerleger, oder? Ja, sehr das laut. Kleine Teil? Heftig. Alter, war schon. Macht den Namen aller Ehre nicht. Vulkane? Ja, habe ich mir auch gerade überlegt. Die Funk Division XXL Vulkane von Heron. Jo, dann hau mal an hier. Beide auf Schlag. Ja, schöne Sterne. Oh, ja. Oh, die waren sehr schön, eigentlich ja. Beide gut. Ja. Was haben wir jetzt hier erzählt? Wir haben ja auch so viele Scream-Artikel, Leute. Ihr seht hier. Das wäre auch noch was. Ja, stimmt. F1, also komm, dann starten wir mal direkt damit. Auch F1, kleine Heuler. Lass mal so einen probieren, aus der Hand zu starten. Ja, gerne. Vielleicht fliegt der ja auch ein bisschen. Also, ich habe die Dinger zwar noch nicht gezündet. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt so eine Art Heuler ist, aber ja. Test mal. Ja, ist okay. Sind wie diese Leslie F1 Heuler so. Dann würde ich sagen. Alle auf Schlag. Jawohl. Boah, auch wieder hier für F1 nicht schlecht, aber da haben mir die größeren Heuler vorhin besser gefallen. So, jetzt muss es mal wieder krachen hier irgendwie, oder? Mal den hier machen? Direkt hier den 7-Schüsser, ne? Ja, mach. Oder? Ja, ja. 30 mm, 7 Schuss auf Schlag, Leute. Okay, bist du ready? Ich bin ready. Ich bin gespannt. Komm, Junge! Oh. Junge, oh. Junge, Junge, Junge. Der war gigantisch. Sehr gut. So. Dann jetzt wieder was Heulendes. So, hier, die Bombenrohre, 8 Euro, 6 Stück. So Leute, 6-mal Scream-Bombenrohre F2, jetzt schön Massenzündung, 6 Stück auf Schlag. Das könnte krass werden. Viel Spaß. Halloween. Oh mein Gott, ich hab dich nur ducken sehen. Ja, das war knapp. Nicht nachmachen, Freunde.
So, jetzt hier was los. Komm. Oh ja. Dumbum Triple. Schön. Klein. Drei Stück. Ja. Auch wieder Aufschlag? Ja, klar. Ja, die Dinger sind wirklich Danger. Crazy. So, was haben wir jetzt hier noch? Wir haben hier schön aus dem Lidl. Twister, 5 Euro. Ja, jedes Jahr gibt es die dort zu kaufen, 4 Stück. Hoffen wir mal, dass die hier abheben, ne? Auf jeden Fall. Ready oder was? Auf jeden Fall. Sehr stark. Oh, zwei Stück haben es geschafft, sehr schön. Und ich würde sagen, im direkten Vergleich. Oh ja. Haben wir noch, schön. Screaming UFO von auch Classic. Classic, ja. Sind wir mal gespannt. So, schaut euch das an, hier richtige Brandlöcher hier reingeballert. Komm. Und jetzt machen wir die Scream UFO. Gucken, wie die im Vergleich sind. Geht's? Ja, ja klar, ich bin nur ausgewichen. Aber schon das zweite Mal in diesem Video. Macht er hier einen Stunt auf dem Boden. Like, jetzt schon mal dafür, Freunde. Ich weiß, der Name ist Street Fireworker, machst du alle Ehre. Ja. So, komm, jetzt müssen wir eigentlich auch mal an die Raketen gehen. Oh mein Gott. Wir haben noch gar keine Raketen gemacht. Ja, stimmt. Die fehlen so ein bisschen irgendwie gerade. Ja, komm. Zombie-Invasion-Rockets. F3. F3, ja. Die gibt es auch in F3, haben wir gesehen. Aber ich dachte mir, ja, Halloween-Special. Und wenn wir schon mal hier sind. Wenn man schon mal in Tschechien ist, dann sollte man das ausnutzen. Und dann holen wir uns die F3-Raketen. Boah, was ein Bild, Leute. Sehr geil. Dein Hoodie. Was denn damit? Der sieht cool aus. Ach so, danke schön. Der auch vom Mr. Pyromanager. So, hier stehen sie aufgereiht. Schön in der Mystik-Batterie. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt hier, wie die abgehen werden. Ich vergleiche die so ein bisschen wie die Stormy-Raketen von Classic. Die blaue Packung da, kennt ihr vielleicht noch. Wenn die so gut sind wie die, ich hoffe es auf jeden Fall. Vielleicht sogar noch besser. Keine Ahnung, noch nie gezündet. So, ja, und dann starten wir mit so eine kleine einzelne. Mit einer kleinen, ja. Eine zu viel gewesen. So, na dann. Jetzt doch aus dem Mörser. Die kleine zuerst. Ja, die hatte schon ordentlich Dampf. Machen wir jetzt hier nochmal zwei kleine auf Aufschlag hier. Ich hoffe, dass die vielleicht nochmal einen anderen Effekt haben. Jawohl. Ja, erster Eindruck, Stormy Flash Raketen von Classic sind besser. Kommen wir jetzt mal hier die mittlere, eine einzelne. Oho, okay, ich bleib vielleicht noch mal ein bisschen vorsichtiger mit meinen Äußerungen. Mach mal zwei mittlere hier auf Schlag. Wow, sehr schön. Sehr schöne Blinker jetzt auch gehabt. Okay, und jetzt? Die große. Ja, hau mal hier eine große an, einzeln und dann 35 Gramm NEC. Okay. Ah,
Zerleger vielleicht ein bisschen druckvoller, aber der Effekt als die anderen. Ja, der Effekt hat mir gefehlt. Okay, und jetzt 3 Stück, ne? Jo. Ja, sind ganz in Ordnung. Ein paar sind besser, ein paar eher schlechter. Insgesamt ja, muss man nicht machen unbedingt das Set. So, na dann machen wir jetzt hier mal die Scream-Bombenrohre oder nee, wie sagt man eigentlich so? Römische Lichter. Lichter, ja. Sehr interessanter Artikel, auch Neuheit, noch nie so gesehen. So Leute, jetzt stehen Sie bereit. Erstmal ein einzelnes hier, komm. Jetzt sind wir mal wieder gespannt. Ja, weniger Grusel, sondern eher lustig bisschen. Mal schauen, wie 3 Stück auf einmal sich anhören werden. Könnte jetzt noch mal ein bisschen nicer werden. Ja. Sehr geil. Sehr schön. Nice Scream. So Leute, jetzt wir nähern uns dem Finale der Hamsterbatze. Und dann haben wir jetzt hier noch eine fette Scream Whistling Batterie und die Troll Eyes. Und mit der würde ich sagen, beginnen wir auch. 30 mm Batterie, 16 Schuss von Classic und ja, auch vom Pyrotechniker Shop Zachada mitgenommen. Mal schauen, bin jetzt mal gespannt. Sieht auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen gruselig aus hier. Das? F2. Ja. Wie viel Gramm hat die? Hier. 304 Gramm. Ja, da kann schon was rauskommen jetzt. Oh. Edel. Oft abgeschossen hier gerade. Ja, es regnet. Aber sehr edel und sehr viel verschiedene Effekte. Ja, und fette Zerleger, ne? Ja. Und schöner edler Goldschweifaufstieg. Und jetzt bin ich gespannt, was das Ding so taugt. Ja, auch wieder Neuheit. Also wirklich Respekt an Classic, was die hier alles rausbringen. Ist die F2? Ich glaube schon. Jo, F2. Auch wieder F2, 250 Gramm NEM. Ja, einfach nur schön, was die da hier jetzt nach und nach in F2 raushauen, in der Dumbum-Serie und Whistling- und Scream-Serie, was auch immer hier, Junge. Nice Scream! Geil. Komm, komm, lauf, Mori, lauf! Junge, sehr schön. Leute, F2, Mann, nehmt ihr euch mit. Richtig geil. Ich glaube, da guckt jeder Nachbar rüber. Und jetzt nochmal was im F3-Sektor hier. So, stell uns die hier mal vor. Komm. Wir haben hier die Drevkor-Kur. Eine 36-Schuss-Batterie, 30 mm ja. In F3 mit 694 Gramm, 84 Gramm NEC.
Guckt euch das Ding an. Wie viel Shoot? 36 Shoot. Oh. 30 mm. Ja, da bin ich gespannt. Hoffentlich ein schönes 6er Finale. Jetzt hau an. Noch kurz zu der Screen-Batterie. Die kannst du in Berlin im Blockgebiet auf gar keinen Fall zünden. Die Dinger würden, ich fand es sehr geil, wie die ausgeschwemmt sind. Weil die würden ja sowas von in die Balkons reinfliegen. Da würde ich auf mein Palettenvideo hinweisen, 2020 in Berlin. Da haben wir ja die Titanium Salut gezündet sogar. Jetzt habe ich richtig Bock, Leute. Finale Halloween Special. Gebt jetzt schon mal einen Daumen hoch für diese XXL Feuerwerksmischung hier. Genau, schaut gleich mal in meinem Shop vorbei, da gibt es schöne Artikel. Ich glaube, Gunburner ist aktuell jetzt ausverkauft, kommt aber nochmal dieses Jahr. Jetzt schaut mal vorbei hier. Finale, auf geht's. Treva Kokur. Wow. Geil, Junge. Wow. Jawohl. Woher wusstest du, dass das Salut sind? Weil vorher schon eine war. Ah, Junge. Junge, war die fett. Oh, es regnet. Boah. Wir stehen genau in der Windrichtung, ne? Ja. Kaufempfehlung, Freunde. Big oder? Cake. Safe, safe, safe. Richtig geile Blinker, schönes Crackling. Sehr geil, sehr druckvoll, tief zerlegt.